Konnichiwa, meine Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und meine Frage ist, warum ist Attack on Titan das neue Intro so schlecht? Das ist eine Frage, die ich mir sehr oft gestellt habe, denn ich habe noch nicht die neuen Attack on Titan Folgen gesehen. Don't judge me, Mann. Ich habe noch anderes gemacht, ey. Aber ich habe sehr, sehr oft gelesen in ganz vielen Foren, dass die Leute das überhaupt nicht feiern. Jetzt bin ich mal gespannt, woran das liegt. Ich schaue mir jetzt mal den Trailer an. Ihr seid mit am Start. Und danach quatschen wir ganz kurz über den Trailer. Und Intro heißt es. Das Opening. Und deswegen bleibt doch danach dran. Los geht's bei 3, 2, 1, let's go! Da ist ja der Ehrenjäger. Ach ja, diese Wifen, hey. Okay. Ja gut, das kennt man so far, ne? Deine Hand, die ausstreckt und greift nach. Nee, die greift diese Blutstropfen ins Wasser, die Eltern. Okay. Shiki. Heide. Ehren, der jüngere Ehre auf den älteren. Ja, da war noch alles gut, Leute. Für euch zumindest. Naja, und da war der Schlüssel wieder aus dem Keller. Okay. Ja, Leute. Was soll ich jetzt dazu sagen? Für mich war es eher ein Ending, finde ich. Also es hat sich eher angefühlt wie das Ending von dem Anime und nicht wie das Opening. Es ist schön, also es ist nicht schlecht, es passt nur meiner Meinung nach nicht in das Opening rein. Red Swan heißt das gute Lied. Es ist sehr nachdenklich, finde ich, was nicht ins Intro von den Attack on Titan reinpasst, weil da ging es immer darum, Krieger, Jäger, yeah, wir werden nicht gefressen, yeah, wir zerlegen alles, bam, 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 immer schön diese deutschen Texte hier mit den, mit den geilen Gitarrenriss und so, das war richtig aufbrausend und geil und dafür finde ich, das hat auch richtig gut in die Serie gepasst, vor allem vom ersten aufs zweite hat es ja nochmal doch so krass gesteigert, Sasagio, ne, ihr wisst Bescheid, aber ja, deswegen sind vielleicht die Latte so hochgesetzt, dass die Leute dann irgendwie sagen, nee, ist nix. Ja, also wie gesagt, ich find's auch nicht schlecht, um Gottes Willen, ist geil. Und die meisten von euch werden es eh mögen, wenn ihr es 12 Mal gehört habt hintereinander. Und dann ist es wieder cool, die Hardcore-Fans vergöttern ja eh alles, ohne Wenn und Aber. Ich persönlich find's okay, aber hätte eins mit viel mehr Pep, wäre schon geiler gewesen, sagen wir mal so. Das wäre schon viel, viel geiler. Außerdem der Punkt, es ist kein Titan, nicht ein einziger Titan im Intro aufgetaucht, was schon irgendwie ein bisschen komisch ist. Und es hat sich eher so mit der Thematik beschäftigt, wo kommen wir her, was ist unser Werdegang, wo stehen wir jetzt. Und das war ja an sich ja ganz geil, aber ja, wie gesagt, das Intro muss knallen, Alter, es muss knallen, ey. Meine Meinung dazu, was haltet ihr von dem neuen Attack on Titan Season 3 Opening? Schreibt es gerne in die Kommentare. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Sayonara, ciao! Und vergesst auch nicht, dass auf Patreon ab und zu mal extra Content kommt für die Hardcore-Bomby-Fans. Ihr wisst Bescheid. Da gibt's mal sowas, ich glaube, ich nenne es sowas wie Tagebuch als Podcast. You know what I mean? Yeah, ich muss langsam mal, glaube ich, damit anfangen.